Hallo, ich bin's Ellen. Ich möchte dir heute kurz zeigen, was in WordPress der Weiterlesen-Tag ist und wie du den Weiterlesen-Tag in deinem Admin-Bereich von deinen Artikeln einsetzen kannst, um in deinem Blog auf der Blog-Startseite deine Artikel zu kürzen und dann wird automatisch ein Weiterlesen-Link eingesetzt und deine Leser können dann auf der Artikel-Einzelseite den kompletten Artikeltext lesen. Also standardmäßig, und das habe ich hier jetzt mal in meiner Testinstallation gezeigt, werden Artikel in der kompletten Länge angezeigt. Bei kurzen Artikeln ist das ja kein Problem und sogar erwünscht. Und du kannst dort einfach keinen Weiterlesen-Tag setzen bei kurzen Artikeln, aber bei längeren Artikeln, wie hier in meinem Beispiel, gibt es dann eine endlose Textwurst quasi und das ist einfach nicht so attraktiv. Die Leser möchten ja auch deine weiteren Blogartikel sehen und daher gibt es eben diese praktische Weiterlesen-Option, den Weiterlesen-Tag und hier in meinem zweiten Artikel auf meinem Testblog habe ich den schon mal eingesetzt. Also das ist einfach ein Link, der sieht je nach Theme ein bisschen anders aus und es kann auch, der Text kann auch ein bisschen variieren, je nach Theme, aber standardmäßig wird eigentlich das Wort Weiterlesen angezeigt. Und das ist einfach ein Link, der dann von der Blog-Startseite nach einem bestimmten Textabschnitt auf den kompletten Artikel linkt. Und also das wird automatisch hier an die Stelle dann quasi gesetzt, wo der Weiterlesen-Link quasi aufgehört hat und ich kann den Rest von meinem Artikel lesen. Das hier ist jetzt ein bisschen Kurzartikel, deswegen macht es eigentlich nicht so Sinn, aber ich wollte es einfach nur als Beispiel zeigen. Außerdem kommt man dann natürlich auch auf die Artikel-Einzelseite, wo dann die Kommentare angezeigt werden und Leser auch Kommentare schreiben können und so weiter. Also das ist eben der Artikel auf der Einzelseite. Um deinen Weiterlesen-Tag zu setzen, gehst du in den Admin-Bereich auf deine Beiträge und in jedem einzelnen Beitrag hast du dann hier die Möglichkeit, also es gibt zwei Möglichkeiten, du hast ja einmal hier den visuellen Editor und deinen Text-Editor, wo du quasi den Code siehst im visuellen Editor. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel habe ich meinen Intro-Text und ein kleines Video und ich möchte jetzt hier an der Stelle dann meinen Weiterlesen-Tag setzen, dann mache ich ein kleines Leerzeichen und dann nehme ich hier diesen Button, da wird auch schon beim Drüberhovern angezeigt, Weiterlesen-Tag einfügen und ich klicke einfach und mir wird dann hier schon angezeigt visuell, dass ich hier diesen Absatz gesetzt habe. Und auf der Einzelartikelseite ist es dann nicht mehr sichtbar. Das ist einfach nur visuell die Markierung, dass hier der Weiterlesen-Tag eingefügt wurde. Und ich kann meinen Artikel aktualisieren. Und wenn ich jetzt nochmal zurückgehe auf meinen Testblog hier und runterscrolle, dann sehe ich hier, wird jetzt automatisch mein Weiterlesen-Link angezeigt. Und um nochmal kurz der Vollständigkeit halber, zeige ich das auch noch im Texteditor. Also wenn du lieber dort arbeitest, da kann ich auch dann einfach hier meinen Link setzen. Ich mache ein Leerzeichen und da habe ich den Weiterlesen-Link als More-Button und ich drücke einfach wieder drauf und ich sehe hier, dass mein More-Button eingefügt wurde, mein More-Tag und wieder gehe ich auf Aktualisieren. Und so wird der Weiterlesen-Tag dann hier im Texteditor angezeigt. Also einmal der More-Button im Texteditor und im visuellen Editor ist es hier dieser Button Weiterlesen-Tag einfügen. Also über die beiden Buttons kannst du den Weiterlesen-Tag in deinen Artikeln setzen und dadurch selber bestimmen, wie lang dein Textauszug sein soll und wie viel du auf der Blog-Startseite deinen Lesern schon zeigen möchtest. Ich hoffe, dir hat mein kleines Tutorial zum Weiterlesen-Tag in WordPress gefallen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und ich hoffe, du hast ganz viel Spaß dabei, deinen WordPress-Blog weiter einzurichten und zu optimieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis ganz bald. Tschüss!